Am 22. La-Liga-Spieltag hat der amtierende Meister SC Barcelona seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 6 Punkte ausgebaut. Die Katalanen profitierten von der 0:1-Niederlage von Verfolger Atlético Madrid bei Real Betis in Sevilla. Es war erst die zweite Saisonpleite für das Team von Trainer Diego Simeone. Bei den Gästen kam Neuzugang Alvaro Morata von Beginn an zum Einsatz, doch er konnte sich in der Offensive nicht entscheidend durchsetzen. Für das einzige Tor des Nachmittags sorgte Sergio Canales, der nach einem Handspiel von Felipe Luis vom Punkt traf, 65. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Barcelona kämpfte sich am Samstag nach einem 0:2 Rückstand gegen Valencia zurück, nachdem die Gäste zunächst durch Gameiro und Parejo in Führung gegangen waren, sorgte Messi per Doppelpack für den 2:2 Endstand. Der Tabellendritte Real Madrid empfängt am Sonntagabend Deportivo Alaves. Real Betis Atletico Madrid 1:0, 0:0, Tor 1:0 Canales 65. Handelfmeter FC Barcelona, FC Valencia 2:2, 1:2, Tore 0:1 Gameiro 24. 0:2 Parejo 32. Elfmeter 1:2 Messi 39. Elfmeter 2:2 Messi 64. UD Levante FC Getafe 0:0 Real Sociedad Athletic Club 2:1, 2:0, Tore, 1:0, Oyarzabal, 16., 2:0, Da Silva, 45., 2:1, Garcia, 82. Besonderes Vorkommnis, Garcia verschießt Elfmeter, 82. Athletic Club SD Hüske, Real Valladolid 4:0, 1:0, Tore, 1:0 Gallego, 19. 2:0 Pulido, 50. 3:0 Gomez, 53. Ezequiel Avila, 77. Celta Vigo, FC Sevilla 1:0, 0:0, Tore, 1:0 Jokus Lu, 73. FC Villarreal, Espanyol Barcelona 2:2, 1:0, Tore, 1:0 Ibora, 37. 2:0 Casola, 65. Elfmeter, 2:1 Bonera, Eigentor, 75. 2:2 Rosales, 81. SDI bei FC Girona, so 18.30 Uhr, Real Madrid, Deportivo Alavis, so 20.45 Uhr, Rayo Vallecano, Leganés, Mo 21 Uhr.